Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein 2. Oh cool. Rüstung, Laskowitsch. Manchmal lohnt es sich, sich umzudrehen. Ihr Ziel, Maschinenkommandant Lars Klinger, befindet sich irgendwo im Bunker. Machen Sie den Mistkerl kalt. Grace Ende. Halt doch mal deine verdammte Klappe. Okay, let's go. Jo, die ersten zwei, die kann man auch schon direkt so erledigen. Ja, wir sind wieder in Manhattan, hier im Bunkerbezirk. Oh, oh, ich wurde schon von jemand anderem entdeckt. Wo denn? Okay, damit sind alle alarmiert. Sehr schön, dann geht die Folge jetzt richtig los. Sehr schön. Eigentlich sollte man ja während Let's Plays nicht essen, aber warum nicht? Okay, wo muss ich hier weiter? Ach, da oben vielleicht. Ich hätte es mir auch kürzer machen können. Ja, manchmal verstehe ich deren Sichtfeld nicht. Der hat eigentlich nur nach unten geschaut und hat uns trotzdem entdeckt. Wo ist der eine? Ach, da, hi. Ah, leider nur ein Hammerwerfer. Nee, Hammergewehr. Ein Hammerwerfer wäre geil. Nice. Damit haben wir wieder die volle Schrotflintenmunition und Gold. Ja, ein Offizier. Kommandant, meine ich ja. Ich kenne mich mit militärischen Diensträngen überhaupt nicht aus. Ja, 200 Leben, ist ordentlich. Gut. Gebt uns noch ein paar Typis mit Enigma-Codes, bitte. Ich muss ja sagen, diese Tore, die sich hier immer öffnen und schließen, das ist einfach mega krass. Das sieht halt sehr krass aus und hat eine mega geile Wirkung. Weil die halt so massiv wirken. Okay, die ersten gepanzerten Typis schon gesehen. Nice, keine Munition. Nein, bitte nicht die Drohnen. Wo ist denn die andere Drohne? Hier scheint irgendwie noch eine zu sein, aber irgendwie auch nicht. Ja, das Hammergewehr kann man ruhig wegwerfen. Okay, ganz kurz auf die Map gucken. Okay, da kann man nochmal kurz in den Raum gehen und schauen, was da ist. Bitte warten. Bitte warten. Okay, ja, danke.
Okay, ein bisschen Leben haben wir hier, aber ich hatte eigentlich mit sowas gerechnet wie... Weiß nicht. Aha, Moment. Aha, das Dieselgewehr. Geil. Es lohnt sich ja manchmal richtig hier ums Eck zu gucken. Alter. Es war nur noch ein einsamer Laserstrahl, der nochmal sein Ziel treffen wollte. Und er hatte kein Ziel. Das ist so traurig. Ja, die höchste emotionale Geschichte von Wolfenstein 2. Ich verstehe es nicht, warum ich manchmal Leben verliere. Das ist irgendwie komisch. Jawohl, Leute, schickt bitte Verstärkung. Ich habe eine coole Waffe. Die möchte ich benutzen. Haha, die Drohne mit erwischt. Kurz am Ohr gekratzt. Okay, ich sehe, dass der Kommandant sehr hektisch rumrennt. Weil die Abstandsanzeige sich gerade mega krass hin und her bewegt hat. Okay, jetzt steht er einfach nur hier. Die Munition, die Musik natürlich. Die ist aber noch nicht angehalten. Die bleibt weiterhin so krass. Okay, hier die Treppe vielleicht runter. Oder hoch. Oder runter oder hoch. Okay, da ist irgendwo das Ziel. Alles klar. Vermute ich jetzt mal einfach. Nice. Ach ja, volle Munition in der Waffe, das ist halt schon geil. Oh, ich glaube, ich erinnere mich an dieses Gebiet hier. Da ging man rechts... Ne, Moment, das war, glaube ich, ein anderes Gebiet. Ja, das ist auf jeden Fall ein anderes Gebiet gewesen. Wie konnte er hier hochklettern? Hat er auch Stelzen oder was?
was ist das denn? Python-Gurte? Nein, wie geil ist das denn? Man kann diese anderen Sachen noch entdecken. Oh, wie cool ist das denn? Ah, hallo, Spielzeug von Max. Okay, ganz kurz speichern. Ja, geil, dass man da auch die anderen Fähigkeiten noch findet. Ah, wo ist denn der Typ hier jetzt hin? Okay, jetzt sind wir deutlich weiter weg. Okay, da hinten müsste er irgendwo sein. Mal schauen, ob wir jetzt zum Ziel kommen. Ich habe ihn gesehen. Okay, ich habe ihn doch nicht gesehen. Ich habe jemand anderen gesehen. Gute Arbeit, Blaskovic. Wir sehen uns in der Basis. Puh, GG. Ich muss aber auch sagen, die Räume hier sehen ziemlich gleich aus, alle. Das heißt, es ist gar nicht so ein Wunder, dass ich hier jetzt Schwierigkeiten hatte, ja, mich großartig zurechtzufinden. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wie ich sonst hier hätte hinkommen können. Ginge das, oder? Weiß man nicht. Gut, dann ganz kurz, wir haben auf der Minimap was. Aha, ein Spielzeug von Max, oder wie? Oh, nee, Gold. Ach, in Form des Doktors. Seth und Shoshana. Ja, also diesen Halbaffen, die Halbaffe, Halbkatze, muss ich auch sagen. Ach so, nee, das war falsch. Oh. Ich habe mich schon gewundert, weil das war eigentlich ja nicht das... Das war ja eigentlich das Spielzeugsymbol, aber... Ja gut, dann haben wir das Spielzeug halt leider nicht. Egal, wir haben was... Haben wir was für Max? Es müsste ein Roboter gewesen sein. Naja, whatever. Ich finde diese Katzen-Affen-Mischung irgendwie ziemlich süß. Auch wenn es vielleicht grundsätzlich bedenklich ist, verschiedene Tierarten derart zu kreuzen... Und Zucht zu betreiben quasi, so dass irgendeine bestimmte Eigenschaft halt vorherrschend ist oder keine Ahnung, dass man irgendwas möchte. Das ist ein bisschen schwierig. Ich selbst merke das bei meinem kleinen Hund. Die fand ich damals sehr, 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 sehr süß und finde sie immer noch sehr, 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 sehr süß. Aber das Problem ist halt bei kleinen Hunden, dass sie... Ich sag mal, das Gebiss ist nicht wirklich darauf ausgelegt, dass man, dass die Hunde so klein sind. Das heißt, die Zwischenräume, die sind so klein, dass es, theoretisch fast oder praktisch kaum möglich ist, dass der Hund dann wirklich,
ja, dass da irgendwie Zahnhygiene in irgendeiner Form stattfinden kann. Und das ist ein dickes Problem. Das ist auch der Grund gewesen, warum ich letztens beim Tierarzt war. Ich habe es eine Weile nicht übers Herz gebracht, ihr die Zähne ziehen zu lassen, aber ab einem gewissen Alter muss das dann sein bei einem ganz, ganz kleinen Hund. Und mit diesem Vorwissen würde ich dann ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich mir einen entsprechend neuen Hund dann an die Seite holen würde. Das Ding ist aber, natürlich wusste ich damals nicht darüber Bescheid. Wie alt war ich denn, als ich sie bekommen habe? Ich habe sie vor 13 Jahren fast... Ja, nicht genügend Enigma-Codes, aber ich wollte gucken, wie viel die noch kosten. Die kosten tatsächlich beide noch 5 jeweils. Ja, also es wird, glaube ich, nicht jeder Maschinenkommandant leider sein. Irgendwo muss ich wohl Enigma-Codes verpasst haben, aber... Moment, ich schau mal. Auf der Venus gibt es niemanden mehr. In Manhattan gibt es noch einen, in New Orleans gibt es 2. Da gäbe es 2 weitere. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, wenn wir alle außer einen haben, ist das auch ganz geil. So, Penthouse-Bezirk. Klingt entspannt, habe ich mir für den Schuss deswegen aufgehoben. Ja, also vor 13 Jahren fast die Kleine entsprechend geholt. Da war ich 10. Alter, was ist denn jetzt los? Okay, Blaskovic. Maschinenkommandant Herbert Meiser ist im Penthouse, wo er unser altes Hauptquartier genauestens untersucht. Schalten Sie ihn mit allen Mitteln aus. Grace, Ende. Was Interessantes. Okay, es könnte sein, dass er oben ist, oder? Was ist das für ein Slow-Mo-Effekt teilweise? Ich glaube, kurz bevor uns jemand entdeckt. Oh je. Nein, 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 nein. Komm schon, hier war irgendwo noch Rüstung. Oh Mann, ey. Oh geil, ein Verbesserungskit. Eieiei, oh Mann. Das hat mir gerade echt ein bisschen Schock eingejagt direkt. Dann testen wir direkt mal unsere Granaten. Mist, ich dachte, die prallen jetzt ab. Erstmal kurz zwischensaven. Okay, ganz kurz. Ach, Grace, sehr schön. Ist der jetzt oben oder was?
Danke, Blaskovic. Gut, dass das Regime unsere alte Bleibe nicht mehr versaut. Und jetzt schaffen sie ihren Hintern nach Hause. Grace Ende. Huiuiuiui. Cool. Ach, nice. Ein Spielzeug für Max. Ein UFO. Herbert Meiser. Zurückkehren. Ja, hier einen Enigma-Code noch gesammelt. An die 10 kommt es leider noch nicht ran. Schade. Ich muss mir mal nochmal das Let's Play irgendwie anschauen oder das Let's Play mal kurz überfliegen, um zu sehen, wo ich denn Enigma-Codes verpasst habe. Ich kann mir vorstellen, am Anfang, wo ich noch nicht wusste, was das genau dann bedeutet. Es wäre ein bisschen schade, wenn es wirklich so ist, dass es 1 zu 1 abgezählt ist, wie viele Enigma-Codes du bekommen kannst, um dann alle Maschinenkommandanten zu erledigen. Also es wäre schon ganz cool, wenn es mehr gäbe oder deutlich mehr gäbe, als du am Ende brauchst. So, ich habe mal gelesen, dass ich eventuell, also in den Kommentaren, dass ich eventuell den Max das Spielzeug auch übergeben müsste. Das versuchen wir gerade mal. Hey, Schwein! Mr. Bailey? Curtis, wie ich hörte, sind Sie ein bekannter amerikanischer Autor. Könnten Sie mir eins Ihrer Bücher ausleihen? Ah, Anna. Bücher. Opfer der Flammen in Pennsylvania. In Polen habe ich als Kind davon gehört, dass überall Bücher vernichtet wurden. Ja, das Regime macht sowas gerne. Viele meiner Mitbürger haben ihre Lügen geglaubt. Alles wie gehabt. Oh, das ist schlimm. Schreibe die Abenteuerchroniken für Sets neue Maschine. Den Secret Action Simulator. Seichte Unterhaltung. Ah, okay. Danke für das Gespräch. Oh ja, jederzeit, Miss. Okay. Ein guter Autor könnte er vielleicht sein, aber nicht unbedingt ein guter Redner. Oh, wir haben jemanden aus Frankreich. Jo. Also es war gerade sehr, sehr interessant, dieser Autor, der sich... Was? Der sich sehr komisch wissen Sie, ne? Ausgedrückt hat, ne? Blaskovic, hören Sie mal kurz zu. Diese Donnerfäuste in Sets Labor, ne? Ich weiß, wo Sie die Teile niegelnagelneu und voll funktionsfähig finden können. In New Orleans habe ich Waffen durch die Abwasserkanäle unter dem Regime-Hauptquartier geschmuggelt. Durch die Gitter konnte ich fabrikneue Donnerfäuste sehen. Vielleicht machen Sie mal einen Abstecher und schnappen sich die Schätzchen. Alle Informationen finden Sie auf der Kriegskarte. Na, danke, mein Lieber. Ja, das wäre natürlich super, wenn man die drei verschiedenen Attribute oder die drei verschiedenen Erweiterungen, wenn man die schon gehabt hätte, noch bevor es richtig... Alter, Max ist aber auch ein echt cooler Künstler. Ach, die Spielzeuge, die liegen hier schon. Also muss man die gar nicht so überbringen, aber... Schön zu sehen, was es hier alles gibt mittlerweile im Zimmer. Wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man alle drei Erweiterungen schon von Anfang an dann hat oder im Laufe des Spiels noch für die Story,
wenn man dann irgendwie die Turbofäuste oder so hat oder wie die auch immer heißen mögen. Das wäre ziemlich, ziemlich cool und man kann ja die Maschinenkommandanten voranstellen der Story. Insofern, das kann man durchaus machen. Die beiden liegen hier immer noch rum. Ich würde sagen, ich lege mich auch ein Weilchen hin und ich danke euch viel, vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge Wolfenstein 2. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.